Hallo Leute, Geisterstunde mal wieder, wir bei Pokémon Mond. Ich bin immer dabei, mir ein Apollo zu fangen, also auf jeden Fall zu wollen. Und da haben wir gleich noch eins. Oh je. So, wo ist meine Pokémon? Sind ganz schön angeschlagen. Und ich will auch jetzt, aber ich hab keinen Bock jetzt hier so lange rumzueiern. Jetzt komm schon, oh Gott, fast am Abkratzen. Jetzt kommt schon Flottball und du bist drin. Und dann freuen wir uns. Oh je. Flottball, wo ist er? Ach, noch zwei, ey. Das kommt schon. Höchste Chance direkt am Anfang. Komm schon. Ja, der Part ist super. Oh, geil. Der Part fängt schon mal sehr gut an. Apollo wurde geklatscht. Yes. So. Das tauschen wir jetzt schon gegen einen Geowatz ein. Lalalala. Oh je. Yeah. Wie Gengar aussieht. So, registriert. Es ist lichtscheu und bevorzugt die Dunkelheit. Aufgrund der hellen Lichter der Großstädte ist es dort vom Aussterben bedroht. Na, ich glaube, es wäre so schade, wäre es auch nicht drum, oder? Apollo, die einen immer noch auf die Nerven gehen. Okay. Spitzname und auf den PC bitte. Weil man kann ja auch schön vom PC austauschen. Gut, ich hoffe, auf dem Rückweg kriege ich halt irgendwie noch was anderes. Das wäre halt schon irgendwie geil. Halt so den Migma. Aber vielleicht gibt es das hier nicht. Inzwischen ist es auch draußen, aufgrund der Aufnahmezeit, ist es draußen wieder hell. Also vielleicht hat es damit was zu tun, bestimmte Tageszeit nur oder so. Oder vielleicht an einem bestimmten Wochentag oder so ist die Tür hier. Und nur da drinnen ist es. Ach, keine Ahnung. Ich gehe mal wieder raus. Und vielleicht habe ich auf dem Rückweg noch einen Encounter. Komm schon, Mimikma. Los. Oh, es ist wieder ein Golbat. Golbat. Das will doch keiner mehr haben. Also ich jedenfalls nicht. Oh je. Yeah. Hey, Emakin und wir haben Level Up. Das mache ich jetzt. Dunkelklaue, yeah. Yo. Oh yes. Oh. Na, der versucht doch mal zu fangen. Oh, Kram. Och Mann, nein. Natürlich ruft jetzt genau Hilfe. Ist ja so perfekt. Haha. So, dann mache ich jetzt mal den Finsterball am besten. Einer, genau, hier so einen Ball nehme ich jetzt einfach mal. Wir haben es im roten Bereich und es ist dunkler Ort. Ist zwar nicht Nacht, aber es ist ein dunkler Ort. So, komm schon. Wenn ich mal sagen darf, ich finde den Ball ultra hässlich. Aber er funktioniert. Sehr gut. Was ist denn das für ein Balldesign? Schwarz, grün und dann so ein roter Strich durch. Ja, also Varo schaut mir zu. Guckt ganz kurz so rüber. Hm? Lalala, Level 43. Oh je. Und Golbert kriegt einen neuen Ertrag. Yes! Ja, jetzt müssen wir nur, dass das unser Freund ist, und dann kriegen wir einen X-Bad. Ob das reicht, wenn wir seine Herzen auffüllen mit ein paar Regenbogenbohnen? Die Herzen so aufgefüllt und dann wird es vielleicht ein X-Bad. Manchmal saugt es so viel Blut, dass es hilflos zu Boden fällt und leichte Beute für andere Pokémon wird. Wie dumm. Aber okay. Spitznamen, nö. Und bitte auf die Box. Danke, Mann. Ja, mit Emigma, ich will jetzt hier keine Zeit vertrödeln, um noch Emigma wirklich jetzt bewusst zu suchen, weil ich halt echt nicht weiß, ob es nicht doch irgendwie eine Art besonderes Pokémon ist. An bestimmten Effekten oder... Ah, ein Klavion, das will ich noch haben. Klavion, das ist auch so geil. Los, warte! Das hab ich ja so weggekickt, ey, beim letzten Mal. So, okay. Nicht sehr effektiv. Dunkelklaue, das kam schon, Mann. Bin zwar 11 Level höher, aber... Was für ein Schutz? Trischutz? Trickschutz. Was heißt das denn jetzt? Oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Boah, sehr gut. Dann einfach mal ein Finsterball. Es ist ein dunkler Ort. Komm schon her. Yes! Geil! So mag ich doch, wie ein Part anfängt, oder? Drei Pokémon eingecashed. Super nice! Wie viele Erfahrungspunkte, Mann, ey! Durch diese Zuneigung ist so übel. Klavion! Ein Schlüsselwunsch! Am Anfang dachte ich auch, what? Wie bitte? Aber irgendwie ist das doch cool. Weil es passt halt, dass es Fee ist. Da passt ein metallischer Schlüsselbund. Sein Fortsatz steckt es gerne in metallene Zwischenräume, um Metallionen abzusaugen. Sammelt aus unerfindlichen Gründen Schlüssel. Oh Gott, er hat von Schlüssel geklaut.
Ey, siehst du, wenn man sich einen Klefki fängt, jetzt können wir in ganz viele, jetzt können wir in ganz viele, viele Häuser einbrechen. Wir müssen raus hin, wo? Ja, da müssen ja irgendwelche Valola sein, ne? Irgendwelche Häuser von der Lola können wir jetzt besuchen. 4 Stück. Ist doch geil. Ja, mal laden mit Mikma, leider nicht, keine Ahnung. Ah, ich hab's echt nicht einmal getroffen. Oh, kurz vorm Rausgehen, jetzt kommt's. Nee. Ich hab's nicht einmal erwischt. Ey, echt kurz vorm Rausgehen! Ey, ist das jetzt so ein Zufall? Oder ist das so gewollt? Das ist von den Vieh so gemacht oder was? So, dann probier's mit meinem letzten Flottball, warum nicht? Ne? Letzter Flottball, den ich habe. Ist ja die beste Chance. Los! Dam bam. Willst nicht, dass wir gehen oder wie? Ja, dam, de, dam, de, dam. Komm schon, Mann. Na, Mist. Mimik, Mann. Schattenstoß. Ja, ouch. So, das ist ein hohes Level. Ich mach mal einfach mal Rasierblatt. Ist nicht so stark. Ist zwar Stab, aber. Komm schon. Achso, ach ja, das ist ja. Das ist so geil. Kostümspuk. Jo, sag's. Das ist eine geile Fähigkeit. Meine vier hätte ich gerne. Ah, schön Charme. Nochmal Angriff, nochmal ein bisschen mehr senken. Sehr gut. Kommt, Leute, mein Mikma müssen wir uns auch irgendwie noch jetzt noch fangen. Seid mir nicht böse. Oh, falls ich das überlebe. Ja. Oh, okay. Ruf mal um Hilfe. Ruf ruhig um Hilfe. Umso besser. Habe ich mehr Chancen zu fangen. Alter, es gibt 2 Mimikmas. Oh mein Gott. Sie sind so krass, Mann. So, ich versuche nochmal ein Rasierblatt. Der Schaden wird ja aufgeteilt. Mach jetzt bitte bloß keinen Crit oder sowas. Oh, krieg ich jetzt. Na, bitte nicht 2 Schattenstöße abkriegen. Oh. Okay, gut. Ich bin wenigstens schneller als 1. Achso, der Ede macht ja erstmal wieder. Okay, gut. Das andere würde ich jetzt gerne fangen. Klonk. Tarnung, ey. Finte. Oh, es lebt doch. Sie war auch nicht an zu verzweifeln. Na, kein Problem. Da hauen wir mal ab hier. Machen wir einen schönen Slimehawk-Sweep. Was? Slimehawk-Sweep? Nein. Slimehawk soll jetzt den anderen killen und dann versucht jetzt mir Mimik mal zu fangen. Das ein bisschen geschwächt ist. Ja. Nicht sehr effektiv. Und das auch nicht. Slimehawk ist dick. Slimehawk ist einfach nur dick. So, knirsch ihn weg. Viel geschlagen, Mimikri. Boah, der hat keine Chance, Mann. So, der kleine Kopf, ey. Oh Gott, so Level 29. Die brauchen wir denn gar nicht mehr trainieren, alle. So, das Schöne ist ja auch, das ist ja ein Einzel-Pokémon. Also, das hat keine Entwicklung, aber es ist irgendwie ein sehr interessantes Geister-Pokémon. Mit einer, wie der soll wohl eine sehr traurige Geschichte haben. Bist du noch im letzten. Oh Gott. Im letzten Part, die ganzen komischen Bilder. Ich weiß gar nicht, was man sich dazu sagt. Irgendwie sagt man ja irgendwie, dass es. Es möchte halt irgendwie einfach gerne ein Pikachu sein. Oder es hat mal jemanden gehört, der Pikachu mochte. Und es wurde dann verstoßen und das hat es nicht ertragen. Deswegen willst du jetzt lieber ein Pikachu sein oder so. Weil alle Pikachu mögen. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie geil. Und yes! Wir haben's. Geil! Mimikma. Ja, Mimikma ist einfach so. Wurde gefangen. Weiber! Dreht jetzt mal zu mir um. Yes! Level up! Boah, der Angriff, Alter, richtig stark. Pampros, Level 42. Konter? Ach nee, komm. Pampros braucht keinen Konter lernen. Das ist doch ein bisschen. Erdbeben solltet mal lernen, Alter. So, kann mir vorstellen, dass es zu krass ist, dass ihr die alle lernt. Mimikma! Vielleicht kommt da so gleich ein trauriger Pokédex-Eintrag. Mal gucken. So, es versteckt seine schreckliche Gestalt unter einem Lumpen, um sich Menschen und anderen Pokémon zu nähern. Oft fühlt es sich einsam. Oh mein Gott, ist das. Wieso? Seine schreckliche Gestalt, wie soll das aussehen? Kann doch gar nicht so gruselig aussehen. Mimikma, oder manche sagen auch irgendwie, es klingt wie so Pikachu. So ein komischer. Also, es versucht den Pikachu-Ruf nachzuahmen. Aber Leute, das müsste ich mal interessieren. Ich weiß nicht, aber war das jetzt ein Zufall, dass es mich echt beim Rausgehen nochmal erwischt hat? Oder ist das so gewollt? Dass man Mimikma es irgendwie nur kriegt, wenn man abhauen will, quasi. Weil es Zuneigung will oder so, weil es will nicht, dass man abhaut. Und dann kommt es nochmal. Das wäre echt interessant. Aber naja, geil. Ich hoffe, ich habe alles, was ich soweit aus der Dings brauche. Jetzt machen wir nochmal einen schönen Tausch. Da freue ich mich auch richtig drüber. Bin gespannt. Kriegen wir zwar ein weibliches Geowatz. Aber mal gucken. Vielleicht passt es ja zu dem Alola Geowatz. Vielleicht ist es auch gar kein Alola Geowatz. Müssen wir mal gucken. Oh, richtig nice. Ja, und ich weiß nicht, also früher müsste es so gewesen sein, dass man den gleichen Gengar kriegt.
Also das hat zwar dann der andere, aber irgendwie... Oder war das früher so? Oder ich habe wieder eine falsche Erinnerung. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. So, ey, voll geil, Mann. Mimikma. Es ist sanft. Kostümspuk ist doch geil. Klavion, so, du bist hier, Freddy. Sehr schön, kannst dich freuen. So, du bist Freddy. Fröste dich. So, das haben wir hier. Ich könnte das hier oder weiterentwickeln. Bis zum Schluss. Oder das hier. Ja, das sieht aus, Mann. Die fetten Augenbrauen. Warte mal, ich guck gerade mal durch. Vielleicht nehme ich einfach echt mal Evoli mit. Ist ja schon Box 2. Hey, ich habe 2 Boxen voll. Das heißt, ich kann jetzt alles ausbauen auf dem Pokémon-Resort. Geil. Ja, das muss ich bald mitnehmen, wenn wir auf den Berg wollen. Nicht wahr? Das entwickelt sich übrigens durch Tausch. Also neue habe ich gar nicht mehr. Das hier ist noch neu. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir einfach die, wa? Das sind die einzigen, ich muss mal wieder neue fangen. Oder eine Alola Mauzi natürlich, das würde auch gehen. Würde ich weiß, wann sich das entwickelt. Oder Fukano. Hab im Pokémon-Resort auch schon die Leute, meine Leute losgeschickt, meine Pokémon losgeschickt, um nach Edelstein zu suchen. Also Apollo, der muss ich gar nicht mitnehmen, ist okay. Ich nehme einfach mal das hier mit. Oder Datiri? Ach man, ihr solltet mich überfragt. Ihr solltet mich überfragt. Ich glaube, ich nehme erstmal gar keinen mit, weil sonst ist meine Box nicht voll. Dann kann ich nichts machen. Ja. Okay. Ich würde nämlich gerne, ne, schon ein bisschen was machen. So, jetzt erst mal hier der Typ hier. Der oder Marcel hier. Hast du vielleicht einen Apollo dabei? Naja, klar. Dum, bum, dum. Jetzt bin ich ja gespannt. Apollo. Tausche ich gerne weg. So. Oh, ist ja geil. Mein Georock stammt aus der Alola-Region und trägt ein Petrium Z bei sich. Ich tausche es gegen den Apollo, was absolut nichts bei sich hat. Aber ist ja nicht schlimm. Yeah. Heppa. Der heißt Heppa? Was für ein komischer Name, Mann. Miau. Woo. Ja, Alter. Heppa, versandte in Geo-Neo. Geo-Neo. Kümmer dich gut um Geo-Neo. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Du musst jetzt richtig... Ein neuer Eintrag erstmal. So. Ja. Das sieht aus... Weil das ein Elektro ist, finde ich irgendwie total geil, voll lustig. Weil Geowatz war ja eigentlich auch so ein Pokémon, warte, sag ich mal, da konntest du eigentlich vergessen, mit Geowatz konnte man eigentlich nie viel machen, ne? So richtig competitive. Georock streiten sich um ihre Gesteinsnahrung, indem sie zusammenballern. Bei der Kollision ertönt ein lauter Knall und Licht strömt aus. Wie das aussieht, ey. Oh Gott, es entwickelt sich. Komm schon. Yeah! Alter, Georock entwickelt sich. Oh yeah, nio, 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 nio. Boah, dein Geo-Neo wurde zu einem Geo-Watz. Alter, wie sieht das denn aus? Das ist so ein Bart. Ist das weiblich? Ich weiß nicht, ob es kann auch sein, dass wir ein männliches kriegen. Egal, was finde ich schlecht, wir tauschen. Ich glaube, das sind alles so Sachen von früher. Wenn man halt früher so, die schlecht war, wurde übernommen und so weiter alles. Aber kann auch sein, dass komplett alles doofe Zufälle waren bei mir früher. Yes! Komplett! Das sieht ja geil aus. Wenn es keine Felsen mehr zur Hand hat, fängt es manchmal einen Kleinstein in seiner Nähe, die es an seinen Rücken heftet und dann abfeuert. Ach, das ist eine Kanone hier oben, bitte. Das sieht aus, Mann. Ja, was ich aber sagen wollte, Geowatz ist halt, glaube ich, echt so ein... Und da war damals halt, sag ich jetzt mal ganz übertrieben gesagt, nicht zu gebrauchen. Und jetzt mit so einem Elektro-Typ dazu und bestimmt geilere Fähigkeiten ist bestimmt richtig geil. Wow, das Geowatz hat sich, was ich dir gegeben habe, hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Das Gerücht ist also wahr. Gut, anscheinend kriegt man doch nicht gleich Geowatz ins Inventar. Na gut. So, ich nehme ihm mal den Stein hier ab. Achso, ist ja ein Dings. Ich nehme ihm jetzt alles ab, was er hat. Lalalalalala. So, ich nehme halt beim nächsten Mal wieder was mit, ja. Also von den Leuten hier, weil, wie gesagt, erstmal wird die Box voll haben. Dass ich dann, Magnetfall hat er so, ja. Oh, es ist ein männliches. Das sieht aus, voll geil. Sehr schön. Ja, ich will jetzt, wie gesagt, nächstes Mal erst wieder was mitnehmen, damit ich während der Offscreen-Session natürlich schön das Pokémon-Resort aufboosten kann. So, du musst mir erstmal neue Pokébälle geben, ey. Ich hab nichts mehr. Oh. Ach, wieder ein Dings. Wieder neue. Das Warensortiment hat sich wieder erweitert. Jetzt Meisterbälle werden jetzt verkauft. Nein. So, Hyperballs brauche ich wieder ein bisschen mehr.
So, Flop. Eigentlich müsste ich Flop-Bälle kaufen, ja, ey. Richtig übel, krass. Auf Route 8. Ob ich da mal schnell hinfliege? Hypertränke. Jetzt wird es langsam Zeit dafür. Supertränke sind ein bisschen lame inzwischen. Beleber habe ich noch ganz viele. Hast du denn jetzt neu gekriegt? Du hast ja alles schneuert, Mann. Was ist los mit dir? Schön, Leute. Schön, schön, schön. So, dann hole ich mir noch schnell, was wir... Hundertprozentig kriegen wir jetzt irgendwie so ein Pokémon-Mobil-Ding, das wir im Wasser Zertrümmer reinsetzen können. Weil sonst komme ich nicht weiter. Und dann fliege ich da mal hin. Nochmal zur Route 8, weil Flottbälle sind geil. Oh! Oh, das ist natürlich auch cool. Ah, da müsste ich eigentlich echt irgendwas mitnehmen zum Trainieren eigentlich, ey. Ja, dann kann ich doch... Ach, Mann, was nehme ich damit? Tschüss! Tali wird erstmal zusammengemöbelt da von den ganzen Leuten. Ja, sorry, ich bin wieder sehr unschlüssig, ihr merkt das schon. Aber ich freue mich, dass wir Mimikma haben, dass wir jetzt Geowatz haben. Und dass wir... Aber das Level wurde übernommen, ne? Weil Apollo war ja auch Level 32. Und dass wir halt... Ich meine, dass wir jetzt schöne Pokémon gefangen haben. Ja, dann muss ich halt mal gucken, ob ich den Part nicht irgendwie an einem Pokémon-Center beende, dass ich mal alles mitmachen kann. So, die Erfahrungspunkte will ich aber haben. Ja, Mauzi, wann entwickelt sich das denn? Eine Entwicklung so oder so kriegt die Leute nicht raus. Ich nehme einfach mal Frohbell mit. So, für den EP-Teiler. Und ich nehme dann einfach mal... was ist denn für ein Vieh eigentlich? Ich nehme einfach mit dem Vieh mit. So! So, einfach gucken wir, dass man trainieren kann. So, vielleicht nur auch Entwicklung und sowas alles. Finion, wie sicher, dass das halt nur eine Entwicklung hat. Frubel, weiß ich nicht. Wir haben schon mal die Weiterentwicklung gesehen. Vielleicht hat es bloß eine, vielleicht hat es zwei. Jetzt wird aber erstmal hier nochmal die Alvisnummer Fran. Die ist Fran, ne? Die wird jetzt platt geklatscht, Alter. Was macht ihr da mit Tali, Alter? Seid ihr bescheuert, Mann? Was ist denn los, Alter? Oh, was machst du denn hier? Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Das bin ich wohl von eurem lahmen Anton gar nicht gewohnt. Was? Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Bike fertig machen lassen. Aber um den da kümmere ich trotzdem mich lieber selbst. Yo, Alter, yo, meine geilsten Moves. Yo, Alter, ich mach die fertig. Jetzt werden die erstmal bedient. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich das nächste Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ab geht's. Während die anderen wen Rübel unsere Begleiter bedienen und dissen, machen wir jetzt Fran fertig. Die hat doch keine Chance. Auch wenn sie noch so cool aussieht. Vorstand, Punkerin, Fran. Mit zwei Pokémon, Mann. Ist das ein Witz? Los, Silberraum. So. Dunkelklaue. Und dann ist es schneller. Ja, Golbert ist ja immer ein sehr schnelles Pokémon. Wow. Volltreffer, macht doch nichts. Yeah, Falz. Alter, voll stark. Silvaro reagiert blitzschnell. Ey, ob irgendwann auch die härtesten Gegner auch sowas haben? Von wegen wie, ja, das Golbert des Gegners mag es so sehr, dass es ausgewichen ist oder so. Das wäre ja krass. Und irgendwie auch fair, aber naja. Frobi versucht Lockduft zu erlernen. Ja, dann mach mal hier Platscher ganz normal. Was ist das denn? Ja, was ist denn Frobi für ein Name, Mann? Frobi. Frobi lernt Lockduft. Frobi Level 18. Amifi. Ah, das stimmt, der hat das weibliche Vieh. Stimmt, ja. Dann. Feuergift. Schön. Vierfach Schwäche gegen Boden. Boah. Boah, voll hübsche Vieh. Aber wisst ihr was? Ich mache einfach mal einen Pferdekuss, Alter. Oh, oh. Achso, Funken. Funkenflug. Habe jetzt Funkensprung gedacht, eine Elektroattacke. Warum? Feuer ist okay. Feuer trifft. Jetzt erstmal Pferdekuss. Was? Voll übel. Weiter so, Tut mir leid. What's gone? Tukanon, Level 42. Frobi, Level 19. Frobi ist Level 20. Was mit dem anderen? Ah, Finion erreicht Level 20. Und Fran ist besiegt. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Ja, so ist es bei euch Punkies. Deswegen wollt ihr euch auch dauernd immer verändern. Oh, das ging aber schnell. Frobi entwickelt sich. Voll nice.
Dann war das aber heute echt so ein Part mit lauter neuen Pokémon. Genau, das hatten wir ja schon mal gesehen. Aber dann glaube ich, dass es noch eine dritte Entwicklung gibt, weil es so früh ist. Ich weiß jetzt auch nicht wann. Ob es jetzt mit Level 17, weil wir haben ja glaube ich 18, 19, 20 gekriegt, ne? Keine Ahnung, wann es sich jetzt hier entwickelt. Ach so, klar, ist eine dritte, klar, das ist eine dritte Entwicklung. Mensch, ich vergesse, dass man das ja schon so sieht. So, es hüpft immer zu fröhlich umher. Seine lebensfrohe Art und sein Wohlgeruch ziehen Pokémon in der Nähe förmlich an. Oh, was jetzt? Es erlernt? Ach, du bleibst sie. Na klar, nehm ich doch gerne mit und bring's dir bei. Kameradschaft, was ist das denn, ey? Wir sind hier alle Einzelkämpfer, Mann. Flop. Und schwupp. Du Black Sheep, erlernt. So, wann war denn nochmal Finneon? Wann hat sich das denn nochmal entwickelt? Aber ich glaube, irgendwann in den 20er-Bereich und ohne irgendwas Besonderes dafür zu machen. Aber okay. Mann, du hast es echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs sich nicht im 0,nichts vom Platz fegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Ach du Scheiße. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haustier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Ohne Pokémon? Na, okay, die kannst du schon mitnehmen, aber unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po willkommen zu heißen. Was? Ihr wohnt am Arsch der Welt? Also wortwörtlich? Im Po? Ihr Trottel! Ja, Mann, ey. Ah, Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Hast verloren, oder was? Oh nein, hoffentlich geht's allen gut. So, welche Pokémon wurde jetzt geklaut? Das ist schon wieder... Ey, wenn jetzt wieder ein Fleckmon geklaut wurde, ne? Ach so, Magunior. Das Kommandoteil haben sie sich nicht getraut mitzunehmen. Armes kleines Magunior. Das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Was war daran clever? Die Polizei kann da nicht hingehen, oder was? Wir wissen, wo der Ort ist, da kann die Polizei nicht mal hin. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Marcel muss alleine nach Po gehen, so wie es die es gesagt haben. Als ob die dem Pokémon was antun, Mann. Genau, denn der Po befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 nach einem Mann in seinem sehr auffälligen Outfit. Aber das geht nicht. Bitte hilf meinem kleinen Magunio, ich gebe dir auch das hier dafür. Oder denn? Ein Sonderbonbon. Danke, Kleine. Na gut. Aber ich kann nicht auf Route 15, da komme ich nicht weiter. Lilly, Mann! Oh nein, sie haben Magunio entführt. Was du musst zustößt, Mann. Marcel, du musst es retten, bitte. Ich mach wieder aufs Gedanken. Tut mir leid, Marcel, das ist alles meine Schuld. Dann hätte ich einfach keine Chance gegen Team Skull. Als ob. Genau den in Po befindet sich das Hauptquartier. Okay, ist klar. Mal gucken, Pluton hat nichts gemerkt, oder was? Du bist doch stark, oder? Bitte hilf uns. Oh nein, meine Pokémon. Ich kann nicht einschlafen ohne meine Pokémon. Oh, müssen wir hinmachen. Aber Leute, okay, gut. Das ist die nächste Fahne. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich gehe wieder ins Pokémon Center und mache halt ganz viel Offscreen-Kram. Das heißt viel. Ich gehe bloß hier nochmal lang, dass ich außerdem wieder eine Cutscene oder sowas trigger, die ihr dann verpassen würdet. Wenn ich im Pokémon Center bin, ist alles gut. Und dann mache ich erstmal schön das gesamte Pokémon-Ressort. Müsste ich eigentlich aufrüsten können, weil ich habe inzwischen ganz viel gesammelt, bloß ich brauchte immer die 60 Pokémon auf der Bank. Aber dann beim nächsten Mal bin ich genau wieder hier, habe auch die beiden Pokémon, die zu trainieren gilt, immer wieder dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!